Sirius, das war der Prolog. Das war nur der Prolog. Was? Was? Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen heute Slender The Arrival. Ja, es gibt nicht viel dazu zu sagen. Ich denke, die meisten von euch kennen den Slenderman oder den Begriff des Slendermans. Das hier ist jetzt echt ein Spiel, das anders ist als die anderen. Es geht nicht einfach nur um Seiten sammeln, sondern es geht darum, dass du herausfinden musst, was passiert ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendjemand ist verschwunden und du begibst dich jetzt auf die Suche nach besagter Person. Und ja, ich würde mal sagen, bis gleich. Ja, wobei, ich lasse die Webcam einfach mal an und schau mir das auch mal an. Also, wir sind hier irgendwo mit unserem Auto gerade gestrandet. Hold Shift to run. Danke, dass ihr mir das an dieser Stelle schon sagt. Ich will jetzt auch unbedingt rennen. Okay, wir können sogar zoomen. Können wir die Kamera... Können sie auch weglegen? Nein, wir können nur das Overlay ausblenden. Na gut, das Overlay finde ich eigentlich ganz gut. Ich hoffe, es gibt hier sowas wie Nachtkamera-Perspektive. Ja, also wir sind hier mit unserem Auto gerade irgendwo hingefahren. Das will ich mir ganz kurz nochmal anschauen. Das habe ich gerade gar nicht. Pass auf. Wir sind mit unserem Auto von diesem Feldweg gekommen und halten unser Auto hier mittendrin an, weil hier ein Baum liegt. Und irgendetwas sagt uns, dass es hier Land zu verkaufen gibt. Sehr schön. Land zu verkaufen weist doch immer auf eine gute Hintergrundgeschichte des Landes hin. Denn wer will nicht freiwillig sein Land verkaufen? Ich bin gerade nicht gelaufen. Das war gerade irgendwas anderes. Oh Mann, Alter. Ich bin jetzt 3 Minuten in der Aufnahme und es fängt schon an. Es fängt schon an. Okay, und ihr kennt mich ja, wie ich unterwegs bin. In den letzten Horrorspielen bin ich ein wenig durchgedreht und vielleicht ein bisschen schneller durch die Gegend gelaufen, als ich gesollt hätte. Das, meine Freunde, versuche ich jetzt hier zu vermeiden, um uns wirklich einfach mal gut umzugucken, um wirklich alles zu finden. Death. Und hier, meine guten Freunde, sehen wir schon den Slender. Warum spiele ich solche Spiele? Ich hätte Life is Strange aufnehmen sollen. Verdammte Scheiße, ey. Oh, wir haben sogar einen Schatten und unser Schatten hält die Kamera. Schön. Es gibt auch viele Spiele, in denen der Schatten die Kamera einfach nicht hält. Das wird wahrscheinlich die Mastleitung vom Strom gewesen sein, die aber auch irgendwie ein bisschen windschief hängt. Könnte darauf hindeuten, dass egal wo wir hingehen, wir keinen Strom haben. Mann, ich will mir alles angucken. Okay, warte. Wir gehen erstmal darüber und schauen einmal um dieses Ding rum, wo wir den Slender gesehen haben, wo stand Death. Und schauen mal, was wir sonst noch hier so finden. Ah, okay, nee. Es ist einfach nur eine Mauer, dass wir hier praktisch nicht mehr raus können. Oder? Ja. Okay, also sollen wir hier vom Spielentwickler aus auch gar nicht hin. Also gibt es da nichts zu finden. Können wir springen? Nein, wir können nur rennen.
Fände ich eigentlich ganz logisch. Ich habe noch nie jemanden einfach so in der Nähe. Ich sag ja, hier ist noch irgendwas. Diese Schritte sind nicht von mir. Warum? Warum tue ich mir sowas an? Nur wegen euch. Ja, nur wegen euch. Sonst wegen niemandem. Ich hätte dieses Spiel auch einfach als Let's Play bei jemand anderem schauen können, aber nein, ich habe mir gedacht, komm, tust du etwas Gutes für die Community und zeigst ihnen ein bisschen was Neues. Horror hatten wir lange nicht mehr und es wird dunkel. So schnell wird's dunkel. Okay, hier ist sowas wie ein Herrenhaus. Bevor wir da reingehen, schauen wir uns natürlich erstmal hier hinten um. Es ist ziemlich dunkel. Haben wir eine Nachtsicht? Können wir das Tor vielleicht irgendwie aufmachen? Darüber. Das ist doch ein Brunnen. Was willst du denn Brunnen? Ich glaube, im Dunkeln hier rumzulaufen bringt eh relativ wenig. You don't have a flashlight. Alles klar, wir werden also noch eine Flashlight bekommen. Oh, da hätten wir fast was übersehen. Das ist ein anderes Auto. Okay, schauen wir uns erst das andere Auto noch an. Boah, ich habe gerade gedacht, da steht was. Boah. Aber dabei ist es irgendwie nur so ein Holzstickel oder so. Ja. Wir kennen halt dezent nichts mehr. Okay, ich glaube, das Spiel will uns sagen, beweg deinen verdammten Arsch rein. Ich wollte gerade nur gucken, wir haben oben einen Timer, ob der weiterläuft. Sieht so aus. Lass mir ihn einfach mal kurz außen gucken. Dann war gerade bei 6 Minuten 3. Ah ja, okay, gut. Der läuft mit. Hätte ja sein können, dass er praktisch die Kamera abschaltet und einfach so praktisch sein bionisches Auge benutzt, um näher zu zoomen. Keine Ahnung. So weiß ich denn. Ich laber gerade nur Scheiße, weil das unangenehme Gefühl beginnt zu wachsen, meine Freunde. Warum tue ich mir so etwas an? Ach ja, ich weiß es wieder, wegen euch. Dankeschön. Ja, und ich habe jetzt meine Webcam auch mal ein bisschen mehr auf mein Gesicht gerichtet. Und ich mir gedacht habe, wieder Schritte hinter uns. Okay, erinnert sich daran, mit diesen Teilen gespielt zu haben, als er ein Kind war. Mit der Kate. Wahrscheinlich ist Kate die Dame, die verschwunden ist, die wir jetzt finden müssen. Wir untersuchen natürlich alles, weil bevor der Horror losgeht, hoffe ich, dass ich hier draußen vielleicht noch ein bisschen Ruhe habe. Was auch immer uns da drin erwartet. Gut, dass ich etwas sehe. Das war lustig, ich sollte Kate finden. Also, fearless fun. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Wir sind scheinbar gerade die Rutsche runtergerutscht, ohne es zu merken, dass wir die Rutsche runterrutschen. Cool. Dinge, die man in Horrorspielen doch unbedingt tun will. Rutschen, rutschen. Naja, es bringt ja nichts. Ich denke mal. Ah, okay, Linksklick. Hier ist überall ziemlich dunkel. Ich hoffe ja wirklich, dass mir zeitnah sowas wie eine Taschenlampe finden.
dass ich ehrlich gesagt keine Lust habe, im Dunkeln rumzumarschieren. Honoring the life of Beth Hayes. Oktober. Nee. Okay, also wir haben ein Scrapbook, wo wir gefundene Items. Zero new messages. One old message. Hey Kate, it's CR again. I hope everything's okay. I know there's been a lot to take in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance and we can talk. Take care. Resume Game. Ich will mal kurz in den Options was gucken. Okay. Gut. Okay. Ich hatte gedacht, vielleicht gibt es sowas wie einen Untertitel. Nein. Kein Untertitel. Nein. Nein. Okay. Gut. Schade. Also irgendwas scheint um das... Oh. Ja, irgendwas scheint auf dem Anwesen nicht zu stimmen. Sounds familiar. Master Pianist. Geil. Also irgendwas scheint auf dem Anwesen nicht zu stimmen. Es wurden Dinge gesehen und sie soll bitte auf sich aufpassen. Okay, gut. Die Leitung ist tot. I can't thank you enough for coming out of this way to help me out. It's been a pretty raw road trying to sell this old place. I wish I had turned to you sooner. You have no idea how happy I'll be once this is all behind me. Always love, Kate. Sie kann gar nicht genug für sein Danken kommen, für sein Kommen danken. Okay. Geil. Danke. Sie will das hier auf jeden Fall schnell hinter sich lassen und hofft, dass ein Verkauf eine gute Idee sein wird. Boah. Nice. Hey Kate, es ist eine Weile her, seitdem wir gesprochen haben. Ist es nicht wirklich eine Weile her? Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen. Ich weiß, ich schreibe dir diese Nachricht wie ein wirklich alt gebackener Typ, aber manchmal sitze ich einfach da und schreibe vor mich hin, weißt du? Und naja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich getan habe, aber all dieses Zeug, das wir damals, naja, getan haben, als wir Kinder waren, kommt irgendwie auf mich zurück, beziehungsweise das, was wir erlebt haben. Und erinnerst du dich damals, als wir uns rausgeschlichen haben, nachts, zu zweit auf unsere eigenen, naja, sagen wir mal Abenteuer. Geisterjagden haben wir es genannt. ja, also weißt du noch, wie wir mit den Flashlights, also den Taschenlampen, durch den Wald gelaufen sind und hinter jedem Baum ein Geräusch gehört haben, plötzlich zusammengezuckt sind und dorthin geleuchtet haben. Unsere Einbildungskraft hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Unsere Fantasie war wirklich sehr gut. Ich wünschte, ich könnte mich zurückerinnern und die Zeit zurückdrehen. Es schaut so aus, als wenn diese Zeit einfach... seems like everything after that just... Also, alles, was nach dieser Zeit passiert ist, scheint so, als wenn es nicht gut genug für uns wäre. How long has it been again? It's been to test a couple of years. Das Durchgestrichene ist ziemlich schwer zu entziffern, aber gut. Sorry, ignoriere das einfach. Ich habe nur, naja, mich ein bisschen im Gefühlschaos verloren. So ein bisschen. Wie auch immer, lass mich bitte von dir bald hören. Ich weiß... Die Dinge waren in letzter Zeit nicht sehr normal für dich, also wollte ich einfach mal checken, was Sache ist. Okay, also die beiden haben damals als... Okay, die... Boah. Geil. Die beiden haben damals als Kinder scheinbar Geisterjagden gemacht.
und haben im Wald Dinge gesehen und Dinge gehört und dachten natürlich, es wäre Einbildungskraft. Wir haben den Key aufgehoben, gut. Dachten natürlich, wie Kinder so sind, dass es alles Einbildungskraft war und nicht stattgefunden hat. Aber scheinbar haben die Tage von damals ihn bzw. auch sie vermehrt eingeholt. Und naja, er hat gemeint gehabt, er scheint so ein bisschen verrückt zu werden. Und er weiß, dass es ihr genauso geht. Also was auch immer sie damals im Wald gesehen haben oder sich gedacht haben, eingebildet zu haben, scheint bitterer Ernst zu sein. Hallo, auf, danke. Scheint doch mehr Ernst als Einbildung gewesen zu sein. Irgendwelche Roboter finde ich cool. Draußen sehen wir nichts. Ein großes Bad. Oh. Ich glaube, die Toilette kann ich dann später gebrauchen, wenn es hier so weitergeht, weil ich bin ganz ehrlich, ich zitter schon etwas. Weil der Slenderman mitunter eine der Kreaturen ist, die ich am meisten verabscheue. Wow. Wow. Was zur Hölle? Wir haben ihn das aufgenommen, aber Escape is all. Gott, leck. Und das Tor ist offen, das gerade eben noch zu ist. Zu war. Geil. Boah, Momente, die ich unbedingt erleben will in einem Horrorspiel. Momente, die ich unbedingt erleben will. Wie kommen wir jetzt am besten da raus? Wahrscheinlich ums Haus rumlaufen, ne? Bevor es weitergeht, will ich natürlich mich hier drin umschauen. Ich will diesmal wirklich alles mitnehmen. Okay, hier waren wir in der Küche. Jetzt haben wir ja schon alles gesehen. Können wir da aufmachen, dass wir hinten rauskommen? Okay, die Tür scheint verschlossen zu sein. Also müssen wir doch wieder hinten raus. Boah, ey. Ich sag dir, ich hasse den Slenderman und alles, was mit diesem Typen zu tun hat. Warum brauchen wir die? Ja, wir brauchen sie. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht können wir einfach nur ein bisschen Batterie sparen. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht auch ein bisschen leiser jetzt geworden bin, aber das Slenderman ist etwas, das, vor dem ich panische Angst habe. Ich habe auch damals, als die Geschichte mit dem Slenderman und allem aufkam, so diese ersten Creepypastas und so, habe ich auch lange Zeit Angst vor dem Slenderman gehabt. Ich war 15, 14, 15. Und der Slenderman war wirklich für mich etwas gewesen, das ich nicht wollte.